Mehr Fußball im Bild geht kaum. Naldo und Ariane Hingst vom VfL Wolfsburg posieren gemeinsam mit Weltmeister Thomas Berthold und Herthas Sebastian Langkamp für ein Gruppenbild. Anlass war das 11mm Fußball Filmfestival in Berlin. 5 Tage lang stand die Hauptstadt ganz im Zeichen des runden Leders. Als das Festival vor 13 Jahren Premiere feierte, war es das erste und einzige Fußballfilmfestival weltweit. Seitdem sind Fußball- und Filmliebhaber auf der ganzen Welt dieser Idee gefolgt und haben eigene Veranstaltungsreihen ins Leben gerufen. Bei den Fußball-Filmfestivals geht es deutlich bodenständiger zu als bei den üblichen Glamour-Veranstaltungen. Statt Champagner gibt es Bier und statt rotem Teppich grünen Rasen. Doppelweltmeisterin Hingst ist begeistert. Was Besseres gibt es, glaube ich, nicht. Der Fußball bietet die Plattform für sämtliche Themen, ob es jetzt die Fans sind, ob es die Spieler sind, die Trainer sind, das ganze Umfeld. Und irgendwie Gott und die Welt spielt Fußball. Also egal, welche Sozialschichten, welche Bevölkerung, welches Land. Und da gibt es so viele Geschichten zu erzählen und deshalb ist es die perfekte Verbindung, denke ich. Das Festival fand 3 Monate vor der Europameisterschaft in Frankreich statt. Am kommenden Samstag stehen aber zunächst 2 Testspiele an. Innerhalb von 3 Tagen spielt Deutschland zuerst gegen England und dann gegen Italien. Thomas Berthold, Weltmeister von 1990, warnt vor den anstehenden Aufgaben. Die Engländer haben eine Mannschaft, die jetzt auch wieder durch viele junge Spieler interessant geworden ist. Früher hatten sie mal Fußball, der war sehr langsam, kein Tempo, aber das bringen sie mittlerweile mit. Und Italien ist eine Mannschaft, die eben defensiv generell stark ist, unangenehm zu spielen, auch eine Turniermannschaft wie Deutschland. Von daher 2 richtig gute Gegner für unsere Jungs. Dieser Herr würde sich besonders über einen Sieg gegen England freuen. Max Lorenz ist auch ehemaliger Nationalspieler und einer der tragischen Helden von Wembley. Im WM-Finale 1966 besiegte England dank des legendären Wembley-Tors die deutsche Elf mit 4:2. Die Niederlage scheint bis heute nicht ganz überwunden. So was hat es ja nie vorher gegeben und nachher nicht. Da wird ein Tor gegeben, was keins war. Und das ist eine Sauerei. Das ist meine Meinung und ich sage das auch immer wieder und laut und deutlich. In weniger als 90 Tagen kann sich die deutsche Nationalmannschaft erneut für Wembley revanchieren. Für die Expertenjury ist die Mannschaft von Jogi Löw der klare Favorit für die Europameisterschaft in Frankreich. Deutschland hat die WM gewonnen und die sind auch in einem sehr guten Weg. Die hat ein super Kader. Und insgesamt wird es eine super enge und spannende Kiste, wird wieder Überraschungen geben, aber ich setze auf Deutschland. Und weil die Deutschen höfliche Gäste sind, wurde beim 11mm-Festival der französische Kurzfilm Sur la Touche zum Sieger gekürt.